Hallo, ich heiße Jörg Greppe und erzähle euch heute noch mal wieder ein bisschen was über die Lehre, die alte, uralte Lehre, fünf Elemente. Ja, sagt eigentlich niemandem recht, was das bedeuten soll. Es gibt sogar ja, die Meinung, auch in der Medizin, die fünf Elemente gibt es gar nicht. Ja, da wollen wir mal lieber nichts dazu sagen, aber ich erkläre euch mal diese fünf Elemente noch mal ganz kurz, weil ich heute eigentlich über das Essen davon oder damit reden will. Hier haben wir sozusagen die fünf Elemente ganz kurz erklärt, nämlich, dass ich das auch ins Essen einteilen kann. Das erste ist, wenn wir Metalle nehmen, dann meinen die Asiaten, das, was ist am meisten komprimiert ist im Essen, also was hat wirklich am längsten gedauert zu wachsen, und das ist Metall, da gehören alle Getreidesorten rein. Hier wird es schon ein bisschen größer, da sind alle Hülsenfrüchte drin. Und das ganz Erstaunliche ist, wenn wir Getreide und Hülsenfrüchte zusammenbringen, dann haben wir die 8 essentiellen Aminosäuren zusammen. Und in der klassischen heute Schulmedizin sagt man, ja, du musst unbedingt Fleisch essen. Ja. Ich esse jetzt seit 55 Jahren kein Fleisch, kein Käse, keine tierischen Eiweiße. Ich müsste eigentlich Mangelerscheinungen haben hoch 10. Ja. Vielleicht kommen die noch, wenn ich 100 bin, aber im Moment habe ich noch keine. Zumindest nicht, dass ich es weiß. Aber diese 8 essentiellen Aminosäuren haben die Menschen früher immer gehabt, auch wenn sie nicht Fleisch und Käse und Wurst gegessen haben, was zum größten Teil auf dem Planeten nämlich vorhanden war. Asien waren reine Vegetarier, gerade im biologischen, im religiösen Bereich. Und wir in Europa, wir waren auch zu 90, 95% eigentlich reine Vegetarier. Wisst ihr warum? Nicht unbedingt freiwillig, sondern weil wir sind ja erst seit 100 Jahren quasi heraus aus der Lehnsherrschaft. Das heißt, wir haben uns ja gar nicht selber gehört. Da waren ja immer irgendwelche großkopferten Fürsten, Könige, und wir waren wer? Wir waren die Leibeigenen. Und die hatten nicht das Recht, ihre eigene Kuh zu essen und auch nicht zu schlachten, nur mit Genehmigung. Warum? Weil das gehörte alles den Lehnsherren, den Fürsten. So, da waren die Asiaten früher besser aufgestellt. Aber aus dem Grunde haben wir immer schon gewusst, dass wir Hülsenfrüchte und Kohlenhydrate, das heißt Getreide, zusammen essen. Und da gibt es auch so eine nette, uralte Ernährungsphilosophie, Trennkost. Naja, das ist so dumm wie ein Auto ohne Reifen fahren zu wollen. Warum? Aus dem einfachen Grund, wenn ich nämlich Kohlenhydrate habe und die Hülsenfrüchte zusammen habe, Eiweiß, dann habe ich die 8 essentiellen Aminosäuren, und die 8 essentiellen Aminosäuren sind nichts anderes als die Garantie dafür, dass überhaupt die restlichen Aminosäuren, die wir im Körper haben, nämlich bis zu 21 an der Zahl, dass wir die auch selber herstellen können. So, und um die selber herzustellen, sagt auch die Medizin und die Wissenschaft, da gibt es ja noch nicht mal was zu deuten, dass wir diese 8 essentiellen Aminosäuren brauchen. Wieso sagt man heute, dass die nur im Fleisch vorhanden sind? Das ist ein bisschen dumm. Okay, aber jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir hier noch ein Element, das ist das Holzelement, Wood. Was bedeutet das? Das bedeutet im Grunde alles, was grün ist. Da haben wir viel Chlorophyll, aber hier werden die Öle rausgepresst. Das berühmteste Öl, das kennen wir, ist zum Beispiel Rapskernöl oder Olivenöl, Sesamöl. Diese Öle, die kommen aus dem grünen Pflanzenbereich. Und das sind die Fettsäuren. Und diese Fettsäuren gehören unbedingt dazu, nämlich ohne Aminosäuren, ja, oder ohne Fettsäuren lassen sich die Aminosäuren nicht verstoffwechseln. Das geht nicht. Also Kohlenhydrate brauchen kein Fett, aber Aminosäuren bzw. die der Eiweiße, die brauchen das. Dann geht es weiter, jetzt brauchen wir hier oben noch was, das Feuerelement, jetzt sind wir schon bei 4. Ihr seht, also wir kommen schon auf die Zahl 5. Das Feuerelement ist nichts anderes als eigentlich die ganzen Kräuter und Gewürze. Alles das ins Essen zu tun, damit in das Essen Feuer hineinkommt. Und hier oben liegt auch unser Immunsystem eigentlich wirklich begraben. Denn die ganze Medizin, die es gab auf dem Planeten bis vor 100, 120 Jahren, als es keine Pharma gab, da gab es nur eine einzige Medizin. Und zwar in allen Ländern, ein bisschen unterschiedlich, sogar sehr unterschiedlich, ob Indien oder China oder Europa. Es war eine Kräutermedizin und die war nicht schlecht.
Und dieses Kräutermedizinwissen, das wurde besonders sehr ausgearbeitet, wo in unseren westlichen Klöstern, ja, die haben das Wissen auch weitergetragen, die gibt es auch heute noch viel Wissen darüber, aber leider viel zu wenig. Und was nützt uns ein Wissen, das nicht angewendet wird? Das ist nämlich genau der Fall. Alle wissen sie von den Kräutern, aber keiner nimmt sie. Jeder hat sie zu Hause stehen und denkt, naja, wenn ich sie da im Kühlschrank oder im Regal habe, vielleicht tun sie mir da irgendwie strahlentechnisch was Gutes, ja, so Homöopathisches. Kann sein. Bei mir nicht, denn ich nehme von diesen Kräutern täglich viele Gramm, bis zu 30, 40 Gramm pro Tag. Da kommt ein normaler Sterblicher ein halbes Jahr mit aus. So, dann haben wir noch das Erdelement. Das ist, warum heißt das Erdelement? Das sind alle Nahrungsmittel, die in der Erde sind. Und das Holzelement, das Grüne, das sind alle Nahrungsmittel, die über der Erde sind. Und beide gehören zusammen. Beispiel Karotte in der Erde. Das Grünzeug, früher konnte man es essen, heute kann man es nicht mitessen, weil er alles mit Pestiziden behandelt ist. Nun haben wir hier diese Zahl 5 und plötzlich haben wir alles, was über der Erde ist, ganz viel grünes Chlorophyll, ganz viel Wurzelgemüse, Kohlenhydrate von Getreide, ja, von Reis, Buchweizen, Hirse. Ich nenne mal diejenigen, die eigentlich keine Glutenunverträglichkeit mit sich bringen. Hirse, Buchweizen, Reis sind eigentlich mit die besten. Diejenigen, die überhaupt keine Schlacke bei der Verbrennung hinterlassen. Und Hülsenfrüchte, was ist das? Da gibt es Nierenbohnen, viele Linsen und ja, heutzutage gibt es dann eben ganz viel Tofu, von dem aber gesagt wird, dass der Tofu ja so schrecklich ist, dass den den kann man überhaupt nicht essen. Komischerweise hat man Studien gemacht über den Tofu, aber hat vergessen, dass diese Studie gar nicht vom Tofu gemacht wurde, sondern eigentlich von wem? Von der Sojabohne. Und die Hälfte der Sojabohne ist Abfall. Und die andere Hälfte wird zum Tofu. Und wovon machen wir eine Studie? Von der Sojabohne, und zwar von der Hälfte, die Abfall ist. Und natürlich, wenn ich eine Abfallstudie mache, dann kriege ich auch Abfallergebnisse heraus. Und jetzt glaubt aber da kein Mensch weiß, dass er eigentlich, wenn er Tofu isst, in Wirklichkeit mit der Sojabohne das gar nichts mehr zu tun hat. Oder? Aber alle glauben, Sojabohne ist schlecht. Und tatsächlich, es ist ja so, man kann auch mit der Wahrheit wunderbar lügen, nämlich indem man sagt, das ist Sojabohne, Sojabohne ist schlecht und da gebe ich jedem recht. Und dann muss ich erstmal aufklären, du isst ja gar keine, hast du viel Tofu gegessen? Ja, früher, ja, aber heute nicht mehr. Ja, warum? Ja, die habt gehört, die ist schlecht. Die Sojabohne ist schlecht, die hast du nie gegessen. Ja, so, also man darf ruhig auch ein bisschen selber nachdenken, uns nicht immer von der Industrie verblödeln lassen. So, jetzt haben wir diese 5 Elemente hier ganz kurz mal erklärt. Jetzt mache ich Folgendes, das ist die asiatische Tabelle. Und hier haben wir eine, die ist geschaffen worden, das ist unsere Pyramide, die Dreieckspyramide von der WHO, World Health Organization. Ja, wir kennen sie alle, die sozusagen ungeheuer nett über uns wacht, dass alles schief geht. Ja? So, mit anderen Worten, wir haben hier 5 Einteilungen und das erste ist Kohlenhydrate. Das steht hier unten und nimmt den größten Anteil in unserem Stoffwechselprozess da. Dann kommen Proteine und dann kommen Fette und Öle. Und die drei brauchen wir immer zusammen. Die haben wir aber auch gehabt in den 5-Elemente-Beschreibung. Deswegen ist eigentlich diese Tabelle, diese 5-Elemente-Lehre der Asiaten, komplett identisch mit unserer vor 50, 60 Jahren erstellten, ja, Ernährungspyramide. Na, und da kamen natürlich dann später zu der Ernährungspyramide, die haben dann solche Leute wie Industrielle in die Finger bekommen und die haben dann gedacht, ach, da können wir doch auch mal nett was reinzeichnen. Und was haben sie reingezeichnet? Das, was sie denken, was man am besten verkaufen muss, das wird dann da reingetan. Viel Fleisch, viel Käse, dann viel Obst und so weiter. Aber da ist kein System dahinter. Hier haben wir Kohlenhydrate und bei den Kohlenhydraten geht es um eines. Da gibt es schnelle und langsame. Die schnellen sind der Einfachzucker und der Zweifachzucker, das ist weißer Zucker und Fruchtzucker. Das sind ganz schnelle und die tun in unserem Körper eigentlich gar nichts Gutes. Die brauchen wir nicht unbedingt, um gesund zu leben. Die können wir essen, wenn wir in einem vernünftigen Maße damit umgehen. Zum Beispiel, was ist vernünftig? Mit Sicherheit für den Hunger eine Schale Obstsalat, mit Sicherheit nicht. Warum? Weil das ist ein ganz schneller Zucker. Fruchtzucker ist übrigens schwerer abzubauen als ein einfacher Zucker. Und viele Menschen haben heute haben Allergie gegen Frucht,
Zucker oder gegen weißen Zucker oder eigentlich im Grunde macht es gar nichts mehr gegen alles. Komischerweise, wenn ich aber ayurvedisch koche, dann kommen alle die, die zu mir auf dem Kochkurs waren und sagen, das habe ich jetzt alles gut vertragen. Warum? Weil ich kriege mit langkettigen Kohlenhydrate, das ist Hirse, sehr langkettig, was macht der? Der geht langsam ins Blut. Dann haben wir bei den Proteinen, da haben wir Linsen, lange gekocht, mit sehr viel Öl, ungeheuer viel Gewürze hineingetan, nach dem ayurvedischen Prinzip, keiner kriegt Blähungen davon. Aber warum? Weil wir auch gute Öle haben. So, jetzt haben wir das hier, dann haben wir hier noch ein kleineres Feld, das Vitamine, Enzyme und Hormone. Da wird es richtig kritisch. Eigentlich sollten die in unseren Nahrungsmitteln drin sein, ist aber fast nicht mehr möglich. Warum? Weil alle Nahrungsmittel heute in diesen sogenannten Supermärkten raffiniert sind. Da ist alles rausgeholt. So, aber dafür hat sich unsere Industrie ja schon lange viel Gedanken gemacht, wenn heute nicht genug in den Nahrungsmitteln drin ist, dann haben sie gedacht, die Pharma, das können wir ersetzen und wir bauen Vitamine nach, Enzyme und Hormone, die bauen wir einfach nach, die kommen sozusagen aus der Genschneiderei, ja? Also ist genetisch verändertes Material, die werden synthetisch hergestellt und weil wir sie brauchen, kommen sie wieder ins Essen hinein. Wie viel sind davon vorhanden inzwischen, kann ich euch ungefähr sagen. Da gebe ich aber nur das wieder, was die Welt, was Brüssel Abteilung Ernährung sozusagen öffentlich darstellt. Wir haben inzwischen 100.000 genetische, ja, synthetisch hergestellte Nahrungsmittelzusätze in unsere Nahrungsmittel drin. Also die sind nicht vom lieben Gott da hineingemacht worden und von der Natur, sondern von unserer allgeliebten Pharma. So, 100.000, jetzt kommt aber der Witz, von diesen 100.000, Aussage EU-Abteilung Ernährung, nicht in Brüssel, sondern die Abteilung Ernährung, die zu Brüssel gehört, die ist ausgelagert in Straßburg und die sagen ganz klar, das sitzen ganz normale Beamte, dass von den 100.000, 30.000 bei denen auf der Liste stehen für erheblich medizinisch gesundheitsbedenklich eingestuft. Und da muss man sich doch mal fragen, was ist denn da eigentlich los auf unserem Planeten, wenn wir wissen, wir haben so viele drin, warum können die nicht raus? Die Industrie denkt überhaupt nicht dran, die rauszuholen. Warum? Weil es kein Gesetz dafür gibt. Ein Politiker, der wird überhaupt nicht dran gehen, dafür ein Gesetz zu schaffen. Warum? Weil dann ist er nicht mehr lange Politiker. So einfach ist es. Wir werden einfach schlicht erpresst von der Industrie mit diesen synthetischen Nahrungsmitteln, die wir gar nicht brauchen. Wir haben sie bisher seit 4 Milliarden Jahren nicht gehabt. Wieso müssen wir sie jetzt haben? Dann haben wir hier oben noch einen netten kleinen Bereich. Das ist das Mineralreich. Da sind wir extremst heute unterversorgt mit Mineralien. Da fehlen uns viel zu viele. Welches ist das wichtigste Mineral? Wir kennen das Calcium, Magnesium. Ja, da heißt es eigentlich, alle Apotheken sind voll. Überall kriegst du es, auch die Supermärkte. Du kannst kaufen, was du willst, aber ja, überall Calcium Plus, Magnesium Plus, alles das. Ja, warum haben wir es denn nicht im Essen drin? Weil auch da alles rausgeholt worden ist und weil wir nur noch in dem Bereich sind von übersäuerten Nahrungsmitteln. Übrigens hier Säuren und Basen, das ist hier ein bisschen in Englisch dargestellt. Das ist eigentlich das Säure-Basen-Haushaltsgleichgewicht, von dem wir auch sehr, sehr, sehr in die Irre geführt werden, wie zum Beispiel, dass man sagt, die Kartoffel, die ist basisch. Die Kartoffel ist nicht basisch, die Tomate ist auch nicht basisch und Obst ist auch nicht basisch. Warum? Weil es einen pH-Wert hat, der weit niedrig unten so bei 3 liegt und 3 ist extrem sauer. Essig, Zitronen liegen 1 bis 2 pH-Wert, sind auch nicht basisch. Also, da geht es schon los, wenn wir immer saure Sachen essen, kriegen wir immer wenig Mineralien mit, als wenn wir basisch essen würden. So. Und eigentlich muss man auch nicht basisch essen, sondern man muss gucken, dass man das Saure mit den Basen im Essen verbindet. Und was sind die Basen im Essen? Das sind die Kräuter, Gewürze, ein bisschen Salz, aber Salz dürfen wir auch nicht, aber Zucker dürfen wir wieder ganz viel. Also wir sind heute völlig, ja, von der Industrie auf dem falschen Pfad, ja, eigentlich auf dem Kriegspfad gelandet. Jeder, wenn er anfängt zu kochen, ist er eigentlich schon auf dem Kriegspfad mit Messer und Gabeln unterwegs und die Menschen werden nicht gesünder. Das Einzige, was die Schulmedizin mit Recht behaupten kann, wir leben länger, wobei auch das mit dem Leben nicht so einigermaßen stimmt, denn wenn ich sage, wenn ich von Leben rede, dann meine ich Leben, das heißt Lebensfreude habe. Aber die Menschen, die siechen heute länger dorthin und das ist natürlich ein super gutes Geschäft und es geht immer früher los. So, das war hier die Ernährungspyramide und dann kommen wir gleich an
noch was Wichtigeres, das ist dann im nächsten Abschnitt, will ich erklären, das ist jetzt nochmal ganz kurz, das sind diese fünf Säulen der Shaolin, ja? Das heißt Bewegung, Essen und Trinken und richtiges Denken. Das heißt, Denken ist natürlich ganz schwer geworden. Warum? Weil wenn da hier oben im Magen was nicht stimmt und wenn ich hier immer Blähungen habe und immer Druck habe und immer müde bin, dann sind meine Gedanken mit Sicherheit nicht die eines glücklichen und freudigen Menschen. So, und wenn ich immer negative Gedanken habe, nicht weil ich sie gerne habe, sondern weil mein Körper sie mir sozusagen aufzwingt, und wenn ich krank bin, müde bin, Blähungen habe, Druck und Schmerzen habe oder Blasen, ja, dann habe ich keine Freude. Also, und dann haben wir hier noch das epigenetische Feld, von dem ich gleich reden werde. Das war so viel dazu.